Nach knapp einem Jahr bin ich mit meinem E-Golf immer noch hochzufrieden. Aber was ist, wenn ich jetzt das Ganze mal eine Nummer größer brauche? Auch dafür hat VW eine Lösung, nämlich den Abt E-Transporter 6.1, der, wie der Name schon sagt, in Kooperation mit Abt entstanden ist. Rein äußerlich ist er von seinem konventionell angetriebenen Bruder nicht wirklich zu unterscheiden. Im Inneren jedoch werkelt ein 83 kW Elektromotor, der es auf bis zu 200 Newtonmeter bringt. In Verbindung mit seiner 37,3 kW Batterie ist somit eine Reichweite von bis zu 140 Kilometern möglich. Das ist aber schon ein bisschen wenig, oder? Kennt ihr das auch, diese ständigen Mimi-Mimi-Mimi-Dauernörgler? Furchtbar. Ja klar, 140 Kilometer hören sie erst einmal nicht so viel an. Aber da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt bei diesem Fahrzeug. Für was ist es wohl konzipiert worden? Nämlich für den innerstädtischen Liefer- und Transportverkehr oder auch für Handwerker. Und hier liegen für mich ganz klar die Vorteile gegenüber anderen Herstellern. Er ist nämlich in drei Modellvarianten erhältlich. Zum einen als Kombi, so wie man ihn hier sieht. Hier ist er ausstattbar bis zu 9 Sitzplätzen. Oder in der Kastenwagen-Variante, bei der der Innenraum mit Kastensystemen frei konfiguriert werden kann. Oder in der Caravelle-Variante, damit Mutti die Kleinen First Class in der Kita abliefern kann. So, jetzt aber genug der Infos, jetzt wollen wir mal fahren. Der Innenraum ist in der bewährten VW-Qualität und Anordnung. Übersichtlich, einfach, aber übersichtlich. Ja, man hat jetzt mit diesem Abt E-Transporter nahezu dasselbe E-Mobilitäts-Fahrfeeling, wie ich schon von meinem Golf her gewohnt bin. Was für manche ganz interessant sein könnte, ist, dass ich eine Anhängelast von 750 Kilogramm ziehen kann. Ja, und auch die Beschleunigung für ein Auto in dieser Größe in der Elektrovariante völlig ausreichend. Also mir muss halt klar sein, ich habe jetzt da kein Rennauto, ich habe einen Transporter, aber dafür ist es völlig ausreichend und eigentlich schon mehr wie ausreichend. Ja klar, das Thema Aufladen haben wir noch. Auch hier kann ich zum einen über den Typ 2 Stecker mit 7,2 kW aufladen oder an einer Schnellladesäule mit bis zu 50 kW. Also mein Tipp an alle die, die sich wirklich für diese elektrische Variante von einem Transporter interessieren, geht's ins Autohaus, schaut's nach euch an und fahrt ihn mal Probe. Es ist wirklich wert, mich begeistert er bis jetzt. Zwischendurch geht einmal der Dank an das VW-Zentrum Eichbichler in Landshut, dank denen ich jetzt das Auto testen darf. War das jetzt Werbung? Nein. Ehrlich? War das Werbung? Nein, Werbung war gewesen, wenn wir gesagt hätten, wie zufrieden, dass man mit dem Service und mit dem Personal vom Eichbichler ist, dass da alles super ist und dass sie immer nett sind. Das war Werbung gewesen. Aber das machen wir ja nicht. Ja, ich finde es jetzt fast ein bisschen schade, dass ich schon wieder auf dem Rückweg bin und das Auto leider wieder abgeben muss. Und dann sind wir auch schon wieder da. Für mich ist der Abt E-Transporter T6.1 eine wirklich gelungene Variante. Und auch auf die Gefahr hin, wenn ich mich jetzt wiederhole, wer sich dafür interessiert, kommt's vorbei, probiert's noch aus, schaut's nach euch an, Probe fahren, mich hat er begeistert.